Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier auf der Unreliable. Und wir wollen uns nochmal unsere Charakter angucken. Und zwar gucken wir uns Nyoka als erste an. Die haben wir ja schon ein bisschen geskillt. Wir versuchen mal, ihr die Wissenschaftswaffe nochmal zu geben. Ja doch, wir können ihre Waffe austauschen. Ja toll. Ich weiß nicht, warum das damals nicht geklappt hat. Da hatten wir das, glaube ich, nicht über dieses Menü hier versucht. Vielleicht hatten wir das dann irgendwie über die Werkbank versucht oder so. Deswegen haben wir das auch nie gemacht. Ja, schade, dann hätten wir ihr also eine richtig fette Waffe geben können. Wobei die Waffe, die sie da hat, die ist ja schon richtig gut. Dann könnten wir eigentlich unseren Begleitern ja so eine Waffe geben. So, die Wissenschaftswaffen, die könnten wir an unsere Begleiter verteilen und dann wäre das vielleicht immer ein ganz witziger Effekt. Da können wir das doch eher beobachten, als wenn wir die selbst benutzen, wie die Dinger funktionieren. Rüstungen hätten wir ihnen auch bessere geben können, wobei ich im Moment finde, ja, jetzt ist die Chance vertan, oder? Wobei ich im Moment finde, die schlagen sich schon sehr gut mit ihren Rüstungen, die sie da haben. Uns interessiert vor allem das hier, nämlich die Vorteile. Und Nyoka hat jetzt nur einen Vorteilspunkt. Wir hatten ja vor kurzem einen abgegeben. Hier Jäger hatten wir gekauft. Und auf Grad 3, das haben wir uns, glaube ich, alle schon angeguckt. Bei Nyoka brauchen wir das gar nicht. Bei den anderen brauchen wir uns diese ganzen Sachen hier auch nicht anzugucken. Alles, was bei den anderen interessant sein wird, denke ich mal, das werden wohl überall die gleichen sein. Das werden diese drei hier sein am Ende. Also gucken wir uns mal Ellie an, was wir ihr Gutes tun können. Obwohl, so ein bisschen durchgucken müssen wir ja schon, sonst wissen wir ja nicht, was wir ihr geben sollen. Ellie hat 5 Vorteilspunkte, die wir verteilen können, also gesund. Das maximale Leben dieses Begleiters wird erhöht. Okay, das hört sich schon mal gut an. Zielgenau. Veteran. Nee, Moment. Erstmal immer schön der Reihe nach. 30% Grundleben haben wir hier und das hier erhöht. Also wir müssen nicht nochmal alles durchlesen. Wir gucken uns einfach die Sachen an, die die können. Also 30% unten generierte Bedrohung. 30% generierte Bedrohung, nochmal das gleiche, gewieft. Und dann ihre interessanten Boni jetzt sind diese hier, also Bonus, Unterstützung, Medizin, ein Vorteilspunkt also. Deine Medizinfertigkeit wird erhöht, wenn Ellie in der Gruppe ist. Ja, und das ist doch ganz gut. Das nehmen wir dann einmal. Ersthelfer, ein Vorteilspunkt, kostet das Ganze. Erhöht die Menge an Leben, die du durch den Inhalator erhältst, wenn Ellie in der Gruppe ist. Jo, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt nötig. 20% Heilwirkung des medizinischen Inhalators. Was ist das hier? Wiederbelebung. Kosten auch ein Vorteilspunkt. Wenn Ellie in der Gruppe ist, wird Schaden, durch den du sterben würdest, stattdessen in eine geringe Menge Leben wiederhergestellt. Dieser Effekt hat eine lange Abklingzeit. Bei tödlichen Wunden 25% Leben zurückgewinnen. Abklingzeit 5 Minuten. Ja, und das andere, denke ich, ist das gleiche alles. 20% Chance bei Fähigkeitsnutzung, die Abklingzeit der Fähigkeit zurückzusetzen. 30% Fähigkeitsschaden durch den Begleiter. Und 30% Jazz-Handy. 30% Ausrüstungszeit, Nachladegeschwindigkeit für Fernkampfwaffen. 30%, das ist aber gar nicht so schlecht. Ja, für sie ist das nicht schlecht. Wir haben sowas gar nicht. Wiederbelebung. Ja, ich glaube, das können wir ihr vielleicht antun und dann vielleicht ein bisschen mehr Schaden kann sie anrichten. Aber 10% ist ja nicht so viel. Da ist vielleicht der Rüstungswert für sie wertvoller. Ja, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt alles hier vergeben. So, wir geben ihr den einen Punkt noch. Dann können wir uns Grad 4 nochmal kurz angucken. Anhaltender Donner, das haben wir, glaube ich, bei Nyoka auch. Wenn der Begleiter einen Gegner tötet, besteht die Chance, dass die Abklingzeit seiner Fähigkeit sofort komplett wieder zurückgesetzt wird. 20% Chance bei Tötung, die Abklingzeit der Fähigkeit zurückzusetzen. Na gut, hier haben wir 30% Dauer der negativen Statuseffekte und hier haben wir 25% Showtime, 5 Sekunden lang Schaden. Ja, wir lassen hier die 2 Punkte mal. Wir wenden das mal so an.
Zwei Punkte bleiben übrig, dann können wir uns das hier unten, da können wir uns dann noch immer Gedanken drüber machen. Nyoka, wie ist sie eigentlich eingestellt? Entfernung mittel, Waffe gemischt und Modus aggressiv ist so wie bei allen, denke ich. Das brauchen wir uns jetzt, glaube ich, aber nicht nochmal alles anzugucken. Nyoka hatten wir. Parvati. Genau, Parvati. So, interessant sind auch ihre Boni hier hinten. Also Bonus, Unterstützung, Technik. Kosten einen Vorteilspunkt. Deine Technikfähigkeit wird erhöht, wenn Parvati in der Gruppe ist. Auch an Bord. Hier sind ja eigentlich alle dann in der Gruppe. 10 Technik. Modsuche. Okay. Also das nehmen wir erstmal. Das hört sich gut an. Dann Modsucher. Er erhöht deine Chance, Mods zu finden, wenn Parvati in der Gruppe ist. 10% Chance, Mods auf dem Schlachtfeld zu finden. Na schön. Das ist auch gut. Sie hat ja auch 5 Punkte. Und dann haben wir hier noch die Spezialfähigkeit von ihr, Synchronität, kosten einen Vorteilspunkt. Wenn Parvati ihre Fähigkeit einsetzt, wird die Anzeige für die taktische Zeitdilatation etwas aufgefüllt. 25% taktische Zeitdilatation Anzeige. Naja, okay, das lassen wir erstmal. Ansonsten ist ja alles so wie gehabt. Ja, 20% Chance bei Fähigkeitsnutzung. Ich glaube, Parvati haut lieber drauf, das haben wir ja schon mitbekommen. Erhöht den Schaden, den der Begleiter mit Nahkampfwaffen verursacht. Ja, dann geben wir ihr hier noch einen Punkt drauf. Also erstmal Veteran. Erhöht den Rüstungswert des Begleiters. Dieser Effekt wird zur getragenen Rüstung des Begleiters addiert. 5 Rüstungswert also dazu. Und dann geben wir ihr hier noch die Nahkampfwaffe. Da haben wir eine Nahkampfkämpferin dann mit ihr. Ja, die ist ja sowieso meistens an Bord. Die haben wir ja nicht so oft mitgenommen. Deswegen wundert es mich ja, dass sie überhaupt diese 5 Vorteilspunkte hatte. Frage ich mich, wo sie die her hat. Als letzten hier in der Runde haben wir noch Sam. Und da können wir jetzt, uns erstmal die Waffen anschauen. Fernkampf, da hat er den Korrosionswerfer, Schaden pro Sekunde 1225 Säureschaden, das ist ja schon übertrieben viel. Stufe 27, Fertigkeit schwere Waffen, Schaden 86, Magazingröße 50, Energie, Spezialeffekt Korrosion, versprüht einen kontinuierlichen Strahl, kaustischer Reinigungsmittel. Verkaufserlös 5, okay, wert ist das Ganze also auch, wir können ihm aber auch keine andere Waffe geben. Sams Ausrüstung ist mit seinem Chassis verschweißt und kann nicht entfernt werden. Aber was kann denn seine andere, seine Primärwaffe, seine Sekundärwaffe hier, Nahkampf? Korrosionsstrahler, 1471 Säureschaden pro Sekunde, Stufe 27 auch. Fertigkeit, schwere Waffen, Schaden 368, Magazingröße 100 Energie, verschießt korrosive Energiekugeln, die beim Aufprall explodieren. Verkaufserlös, ja, das kann man gar nicht verkaufen, Gewicht hat es auch nicht, Zustand ist in bestem Zustand. Ja, die aktuell ausgerüstete Fernkampfwaffe, Nahkampfwaffe, Rüstung und der Helm dieses Begleiters. Du kannst sie nicht entfernen, aber du... Ach, hier steht es doch. Du kannst sie nicht entfernen, aber du solltest sie bei jeder verfügbaren Gelegenheit gegen bessere Gegenstände austauschen. Hm. Ja, das können wir gar nicht hier verbessern bei Sam. Damit sind wahrscheinlich die anderen gemeint. Was ist denn hier mit? Hier können wir auch nichts reinpacken. Na schön. Aber jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen spannender. Nämlich die Vorteilspunkte 5 können wir bei ihm vergeben. Und ich glaube, er hat auch andere hier, wie man sieht. Er hat andere Vorteile und seine Boni sind 2 nur, wie ich hier sehe. Bonus Unterstützung, Einschüchtern, kosten einen Vorteilspunkt. Deine Einschüchtern-Fertigkeit wird erhöht, wenn Sam mit in der Gruppe ist. Ja, das ist gut, das nehmen wir sofort. Und dann haben wir
Dann gucken wir mal durch. Gesund, Kosten, ein Vorteilspunkt. Das maximale Leben dieses Begleiters wird erhöht. 30 Grundleben also dazu. Und dann stürmisch, ein Vorteilspunkt, kostet das Ganze. Erhöht die Bedrohung, die ein Begleiter generiert, wenn er Gegner angreift. Was dazu führt, dass Gegner diesen Begleiter mit höherer Wahrscheinlichkeit fokussieren. 30% generierte Bedrohung. Dann haben wir gewieft, ein Vorteilspunkt, kostet das Ganze. Verringert die Bedrohung, die ein Begleiter generiert, wenn er Gegner angreift, was dazu führt, dass Gegner diesen Begleiter mit höherer Wahrscheinlichkeit ignorieren. 30% generierte Bedrohung. Aha. Also Gesundheit wäre, glaube ich, schon ganz gut für ihn, für alle Begleiter. Dann zielgenau, erhöht den Schaden, den der Begleiter noch mehr Schaden, Begleiter mit Fernkampfwaffen verursacht. Sehr gut. Und das hier ist der Veteran auch, den kennen wir ja auch schon. Rüstungswert wird also um 5% erhöht. Dann haben wir hier aber den Reiniger und den haben die anderen nicht. Reiniger kosten einen Vorteilspunkt. Du verlierst weniger Ruf durch Morde, wenn Sam in der Gruppe ist. 20% negativer Ruf pro Tötung. Was kommt denn da noch alles auf uns zu? Wen hätten wir denn alles töten können? Grad 3, also Sonderkommando, das kennen wir, denke ich. 20% Chance bei Fähigkeitsnutzung, die Abklingzeit der Fähigkeit zurückzusetzen. Steinbrecher ist, glaube ich, auch bekannt. Steinbrecher, oder? 30% Fähigkeitsschaden durch den Begleiter? Ja, hatten die anderen auch. Jazzhänder hatten die anderen auch. 30% jeweils auf Ausrüstzeit und Nachladegeschwindigkeit für Fernkampfwaffen. Dann haben wir aber hier schlechter Samariter. Kosten einen Vorteilspunkt. Sam verursacht zusätzlichen Schaden an Robotereinheiten. 20% Schaden gegen Robotereinheiten. Ja, warum nicht? So, anhaltender Donner, 20% Chance bei Tötung, die Abklingzeit der Fähigkeit zurückzusetzen. Nur eine Fleischwunde, 30% Dauer negativer Statuseffekte und Showtime, 25% Showtime, 5 Sekunden lang Schaden. Also der Begleiter verursacht dadurch kurzzeitig mehr Schaden, wenn er seine Fähigkeit eingesetzt hat. Jo, das könnten wir ihm ja auch noch aufs Auge drücken. Aber erstmal bin ich so zufrieden. Wir sparen lieber die 2 Vorteilspunkte und gucken mal, was da noch passiert. Wenn wir sie brauchen, dann können wir die vielleicht etwas gezielter und sinnvoller einsetzen. Gut, Entfernung. Er ist auf Mittel eingestellt. Die Waffe hat eine kurze Reichweite. Waffe? Kurze Reichweite? Das ist was anderes, oder? Modus aggressiv. Waffe bestimmt, welche Waffe der Begleiter bevorzugt einsetzt. Ach so. Nahkampfwaffen nimmt er also. Kurze Reichweite Angriffe mit einer Fernkampfwaffe mit kurzer Reichweite. Ach so. Und lange Reichweite Angriffe mit einer Fernkampfwaffe mit hoher Reichweite. Naja, ist schon so okay. So können wir das, glaube ich, machen lassen. Dekontaminieren-Fähigkeit. Sam springt in die Luft und schlägt neben seinem Ziel auf, wo er ätzende Reinigungsflüssigkeiten in alle Richtungen versprüht, gegen die besonders hartnäckigen Flecken. Korrosion verursacht Schaden über Zeit und senkt Rüstung. Robotereinheiten erleiden zusätzlichen Schaden. Zu Boden werfen. Das Ziel wird zu Boden geworfen und kann kurzzeitig nicht handeln. Vorteile: sauber. Du wirst negative Kampfeffekte viel schneller wieder los. Dauer negativer Statuseffekte minus 25%. Bonus: Unterstützung einschüchtern. Deine Einschüchternfertigkeit wird erhöht, wenn Sam in der Gruppe ist. Einschüchtern plus 10. Gesund. Das maximale Leben dieses Begleiters wird erhöht. Grundleben plus 30%. Und schlechter Samariter. Sam verursacht zusätzlichen Schaden an Robotereinheiten. Das haben wir alles gerade genommen. Warum lese ich das denn nochmal vor? Schaden gegen Robotereinheiten. Ja. So machen wir es, so haben wir es. Andere Begleiter haben wir noch nicht.
Und bei uns sammeln wir weiter schön die Fertigkeitspunkte. Wir waren schon auf 100, über 100. Ja, vielleicht geben wir noch mal was auf die Führung, so einen Punkt wenigstens. Ach so, da müssen wir uns schon entschließen. Wofür? Entschlossenheit. Ach. Ja, sollen wir da was nehmen? Oh, Entschlossenheit. Führungsfertigkeit. Durch die Fertigkeit Entschlossenheit erhöhst du das maximale Leben deiner Begleiter. Aha, und Inspiration? Führungsfertigkeit. Mit der Fertigkeit Inspiration verursachen deine Begleiter mehr Schaden. Ist jetzt beides ziemlich gut, oder? Nehmen wir das mal so. Ein Punkt. Wir sind ja nicht kniepig. Aber dann geht's in der nächsten Folge hierhin. So, diese Folge ist etwas kürzer. Wir haben uns aber jetzt mal unsere Begleiter, die wir bisher schon gefunden haben, angesehen. Ziemlich genau. Und damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Es kann sein, da muss ich in der Postproduktion nachher mal gucken, wie ich das mache. Es kann sein, dass heute noch eine zweite Folge kommt, weil diese jetzt etwas kurz war und auch die letzte schon mehr so um die Charaktereigenschaften und so weiter ging. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.